So the party hard killer and his friend Archer, what did they discuss at the hospital? They probably had a lot to say to each other about their boss, the foreman. Archer's accident could have caused Darius's paranoia to get worse. According to our sources, the killer's friend Archer was injured by a chemical leak at the factory. He was following the instructions of the corporation's CEO, a man known as the Foreman. Tell us, Dr. McBride, what do you know of him? He was my patient's boss, the CEO of Apione Inc. His real name is Frederick Ramirez. This could explain what he did next. After visiting the hospital, the party hard killer suddenly decided to hit the road, find his former boss, and meet him face to face. According to the police, the killer spent the night at a roadside motel, where he got a very unexpected visit. Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe, Episode 4, Motel. Und wir spielen Party Hard 2. Die Party geht weiter. So läuft's. Die Mission habe ich jetzt schon, oder dieses Kapitel habe ich schon ein paar Mal angefangen zu spielen. Es kommen hier drei Leute, die wollen uns erstmal die Fresse polieren, die müssen wir schnell töten. Und dann müssen wir schnell hier weg. Weil es kommen immer gleich Leute da oben hin. Und ich wollte sie immer anfangs, oh, nein. Okay, Klavier jetzt ohne... Wer ist das denn gewesen? Die war doch, ist einfach nochmal drunter gegangen, so, oh, da fällt ein Klavier runter. Ich kriech mal drunter. Hä? Ja, ja, seht ihr? Ich habe vorher immer versucht, die Leichen zu verstecken und das hat keinen Sinn gemacht. Ah, nee. Da ist Fusel, den wollte ich noch mitnehmen. Wasser lasse ich liegen, Wasser braucht kein Mensch. Die... Ach, ich komme nicht weg. Putze können wir nicht töten. Da, wo manchmal das Klavier ist, ist so einer der Bikerschläger. Das sind so Wachleute, die können sie zwar töten, Messern, aber die sind natürlich deutlich... Also meistens ist es so, dass er mich genauso dann umhaut, wenn ich ihn umhauen möchte. Oh, da war gerade... Da ist nämlich gerade so einer. Ach, scheiße. Ich sag's noch. Okay, so sollte man das nicht machen. Ihr habt mich schon gesehen. Mir fehlt einfach hier nur eine Waffe, wo ich schnell einen Polizist oder so einen Typen erledigen kann. Wäre ganz nett. Ich glaube, mit dem Elektroschocker geht das. Ach ja, jetzt kommen die wieder rein. Hallo, hallo, hallo! Wir gehen weiter, das Klavier lassen wir nochmal. Ist auch sehr sicher. Sehr sicher abgestellt. Also wer das da oben hingestellt hat, dass es auch so schon nicht runterfällt. Ah, manchmal ist diese Kiste nicht... manchmal kann man die nicht öffnen, manchmal doch. Und jetzt haben wir da... Ne, ist leer. Aber die Map ist größer. Wir haben einmal dieses Hotelgebäude. Ich warte nochmal, bis die da alle fertig sind mit anrufen. Ja, ihr habt die Leichen entdeckt und ihr lasst sie liegen. Okay. Einen haben sie eingetütet, den Rest haben sie liegen lassen. Bleib mal liegen. Na gut. Was ich immer gerne hier mache... Oh, warte mal. Wir können ja... Oh, der kommt ja nicht an. Scheiße. Oh, warum sieht er mich? Jetzt sieht er mich. Ja, warte. Der hat mich jetzt verpetzt, der muss sterben. Oh, scheiße, da kommt schon die Bullen. Scheiße. Oh, er kommt nicht weg, ne? Und dieses Werfen mit auf STRG ist einfach eine Krankheit. So, das waren jetzt schon zwei Versuche, jetzt in knapp 5 Minuten. Läuft, würde ich mal sagen. Läuft. Boah, wir lassen mal den Fusel oben. Den lassen wir jetzt einfach mal. Nehmen wir jetzt schnell die Mollys. Jetzt warte ich mal, bis der Typ da kommt und dann fackeln wir ihn ab.
Jetzt kommt er nicht, oder was? Okay, ich glaube, gerade wurden welche auf der Straße überfahren und hier nach unten hin, es ist eine Straße. Und dahinter ist noch eine kleine Bar und auch noch eine Tankstelle. Ja, der Typ kommt einfach nicht. Oh, wir haben ja sogar einen Trommelspieler. Ja, auch gar nicht gesehen bisher. Ich habe gehofft, dass der Typ mal herkommt, dass wir ihn vielleicht ein bisschen... Na gut. Dann jagen wir mal hier den LKW in die Luft, dann kommt die Polizei gleich nochmal. Oh, wir hätten da... Die sind Reifen, wir können die... Oh, da waren auch noch ein paar Leute überfahren. Nett. Mit dem Ball können wir da wohin rollen. Ah! Das war ganz knapp. Ganz knapp. Da hätten wir fast noch einen Polizisten erwischt. Oder beide vielleicht sogar. Ah, da oben ist er. Oh, oh, oh nein. Sieh mich. Oh, jetzt kriege ich ihn wieder nicht gekillt oder so. Nein, das ist nicht wahr. Okay, ein Versuch noch. Ein Versuch noch. Ja, ja, komm. Neustart. Ja, ja. Neustart. Oh, aber ich krieg... Das ist genau wie das Krankenhaus. Das Krankenhaus fand ich schwieriger. Aber hier werde ich immer bei diesem Typen, die... Achso. Muss ja hauen. Schnell weg. Oh, da ist ein Panda. Was ist das für ein Fettsack? Bin ich das etwa? Ja, hau die Banane kaputt. Ich glaube, wir müssen nur einen von diesen Sicherheitsleuten töten und dann haben wir auf jeden Fall mal einen Bereich, wo wir da rumkillen können. Das Dumme ist, bei dem Level hinter dem Haus... Ach komm, wir gehen einfach mal woanders hin. Hinter dem Haus kann ich den nicht so sehen und töten, wie ich es gerne möchte. Was wir hier mal machen, dieses Bunny, legen wir mal einfach davor. Ich kann hier einfach nicht nach unten gucken, das ist eine Krankheit. Na, tötet ihr das Bunny? Nein. Er überfährt mich! Nice. So, dann locken wir jetzt hier mal alle an. Tanz weiter, Baby! Mache ich! Na, dann halt nicht, dann rennt. Wohl habe ich jetzt vergiftet. Ich stand da letztes Mal nicht. Was ich nett finde, ist hier meine Wurstfabrik. Man kann sie nehmen und da reinpacken und daraus Wurst machen. Man kann hier auch so einen schlafenden Typen nehmen und daraus Bikerwurst machen. Ich finde, das ist eine nette Idee. Oh, hier liegt eine Bärenfalle. Nehmen. 4. Ach, ich gehe erstmal wieder rein und mache eine Wurst. Heute gibt's Blondie-Wurst. Schmeckt besonders gut. Ah, ich dachte, der Zottelgebart geht auch rein. Was hat deine Mutter über mich gesagt? Achso, ich habe kein Messer. Scheiße. Ah! Dann gibt's gleich hier Königswurst. Der hat, glaube ich, eine Krone auf oder so. Oder soll es seine... Naja, vielleicht ist es auch einfach seine Haare. So, der kommt da auch mal rein. Das war eine Hipsterwurst. Oh, hallo, hübsche Frau. Willkommen in meiner Wurstfabrik. Also ich denke mal, es sieht so aus wie eine Wurstmaschine oder so. Keine Ahnung. Ich sage, es ist eine Wurstmaschine. Die Bar macht hier quasi seine eigene Wurst. Warum habe ich nicht das Essen da vergiftet oder so? So. Das war der Falsche. Dann schnell den anderen. Ausdauer ist wieder aufgebraucht. Ah ja, der hat da so einen Chipsatz liegen gelassen. Keine Ahnung, was ich damit soll.
Ich nehme erstmal hier so einen schlafenden Typen und mache daraus meine Wurst. Bisschen Suicide Squad, kommt auch rein. Zack. Harley Quinn hieß der. Ein bisschen Harley Quinn. Dann gibt es noch ein bisschen Hipster dazu und dann wird das eine leckere Salami-Wurst. So. Und jetzt mache ich eine Veganer-Wurst mit so einem alten Zottelbart. Dafür ist kein Tier gestorben, sondern nur ein alter, zottliger Biker. Ja, hier unten haben wir jetzt quasi keinen Typen, der uns irgendwie auf den Sack geht. Ach, die Nonne geht noch eine Wurst essen. Ne, die Nonne will keine Wurst essen. Oder Wurst werden. Was können wir hier noch machen? Wir können den Kürbis in die Luft sprengen. Finde ich gut. Machen wir mal. Hm, hab's gemacht. Oh ja. Ich hab's doch gemacht. Ich war mir gerade nicht so sicher. Was kann man hier machen? TNT. Okay. Schnell werfen. Oh, nicht getroffen. Doch, er brennt. Haben wir ihn jetzt gekillt? Weil dann haben wir nämlich noch so ein Sicherheitsheini weniger. Brauche Gegenstände. Hm. Was mache ich denn mit TNT hier? Kann ich da was reinpacken? Hier ist da sonst keiner, ne? Hallo Bikerfrau, komm mal mit. Bikerfrau, Bunny. Kann ich dich da reinpacken? Nö. Kann ich nicht. Dann. Ich hole mal einen Schub, vielleicht brauche ich den da für dieses komische Teil, was da auf dem Boden ist. Ob es eine Mine ist oder so, ich weiß es nicht. Oh. Erstmal müssen wir nochmal Wurst machen. Hier gibt es nochmal eine Harley Quinn Wurst. Special Edition in Pink. So, jetzt nehmen wir mal den Schub. Oh, eine Putze kommt. Mit der dürfen wir uns nicht anlegen, die ist hardcore. Die verprügelt uns. Die sterben aber nicht. Wir werden nur verprügelt, sterben aber nicht. Das ist nett, finde ich. So, wir nehmen mal die zwei. Und ja, brauche Gegenstände zum Aktivieren. Okay, der Chip musste da rein. Vielleicht müssen wir noch einen sammeln. Da haben wir ein Benzin fast, noch mehr Benzin, was zum Explodieren. Und, oh, wir können was von der Kasse nehmen vielleicht. Aber bestimmt nur Geld. Ach komm, wenn der Bunny schläft, geht mal nicht. Wir holen uns hier mal diesen alten Biker nochmal. Lass ihn nochmal fallen, ersteche ihn. Und dann lässt auch was fallen, Brause. Ja komm, wir werden wieder Brause. Leiche aufheben. Und ja. Was kann ich hier mit der Brause machen? Kann ich die werfen? Nö. Kann ich hier irgendeine Frau geben? Dann, oder irgendwem geben, damit mir hinterherläuft? Oh, wir können erstmal wieder Wurst machen. Erstmal wieder hier vegetarische Zottelbart-Wurst. Nicht aus Tieren gemacht, sondern nur aus Menschen. Oh, eins. Das bietet sich doch einfach quasi an. Die stehen da gerade alle. Und wer will nicht weiter? Okay. Der kann ja quasi auch nochmal explodieren. Ich wollte mal gucken, was ich mit der Kasse machen kann. Ob ich da Geld kriege. Also Bärenfall ist schon mal nicht schlecht. Suchen. Und was haben wir da? Wurfmesser.
Diesen Hut, den nehme ich. War auch über STLG, ne? Vielleicht kriegen wir damit auch einen Sicherheitsmann tot. Ein Security-Mann. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo welche sind. Wie viele haben wir noch? Schlägertypen waren das, glaube ich. Einer muss doch noch leben, oder? Oder wurde einer überfahren? Das wäre jetzt echt doof. Da oben ist noch einer. Oh nee. Den sehe ich doch da oben nicht. Oh nee, da unten! Haben wir das Klavier schon fallen gelassen? Nur ein bisschen Abstand. Nö, das Klavier ist noch da. Fantastisch. Wir können das Auto auch in die Luft sprengen. Ach, den LKW haben wir auch noch. Dann machen wir den ersten Mal kaputt. Da. Ah, komm. Ah. Muss mal kurz die Nonne töten. Entschuldigung, erstmal töten und dann hochheben. Weil wenn man sie vorher tötet, verlieren sie Blut, werden sie leichter. Nee, keine Ahnung. Oh ja, er kommt. Und tschüss, Silly. Oh, Mr. Panda ist auch gestorben. Mr. Panda wollte ich nicht töten. Der kann nichts dafür. Oh, da haben wir so einen Poser. Wenn wir einen Poser haben. Poser mag ich nicht. Super Wurfmesser. Killstyle, das war ja echt Hammer. So, ich mag keine Poser, habe ich dir schon mal gesagt. Ah ja, wir brauchen noch Leichen, um da hinten was hinzupacken. Ich will unbedingt diesen Zombie nochmal rausholen. Wie er das Punkte bringt. Hier, der Pause eignet sich auch dafür ganz gut. Die haben sie schon fast alle umgebracht. Das wollte ich eigentlich gar nicht. So. Nehme ich dich mit. Frisches Blut für den Zombie. Das ist, glaube ich, der Typ, den wir hier auf dem Bild sehen. Oder oft gesehen haben. Also grün ist er. Ich würde sagen, das könnte der sein. Er ist es bestimmt. Komm her, er ist es bestimmt. Ah, da kommt ein Polizist. Damit wir nicht irgendwie Ärger kriegen, gehen wir mal woanders hin. Wir haben einen Molly. Wir könnten, und jetzt haben wir hier auch noch Benzin. Unten hat man ja ganz viel Benzin, das sollte ja nicht das Problem sein. Wir haben auf jeden Fall keine Wachleute mehr, aber wir haben keine Teile mehr. Ich versuche mal oben das mit dem Molly. Ja, ich versuche das mal oben mit dem Molly aufzukriegen. Wenn hier gerade einer steht. Oh. Ich dachte, es explodiert. Das geht aber nur nach unten. Okay, scheiße. Hat überhaupt nicht gelohnt. Ja, war toll. Super. Das hat sich ja voll gelohnt. Der Typ ist da oben alleine. Das heißt, er ist tot. Also so weit war ich jetzt noch gar nicht. Oh, ein Cowboy. IDO! Kackbratze. Und tot. So. Kann ich den Molly zielen? Und Handtuch. Aber dieses Zielen ist einfach zur Konsole ausgelegt, glaube ich. Oh, es brennt wirklich weg. Geil. Warum kam ich vorher nie auf die Idee? Im vorigen Level.
Alter Heinrich, ey. Das ist cool. Jetzt schaffen wir mal in diesem Level fast alles zu machen, ne? So, jetzt können wir das Zimmer untersuchen. Nimm die Aktentasche. So, machen wir mal. Aufheben. Schieb dem Drogenhändler die Schuld in die Schuhe. Aha. Wenn ich da hinlaufe, oder was? Aber ich will nicht gehen. Wir müssen noch Biker töten. Und die LKWs müssen irgendwie kaputt gehen. Ah. Und da unten können wir irgendwas vorbereiten. Ich weiß nicht was. Da war irgendwas mit TNT. Wie kriege ich das mit TNT hin? Hallo Harley Quinn. Dann ab in meine Wurst. So. Und wie kriege ich die LKWs dann noch weiter kaputt? Ich krieg das nicht hin. Vorbereiten. Braucht mehr Gegenstände zum Aktivieren. Was kann man noch gebrauchen? Haben vom Boot erschlagen. Geil. Ja, 21 müssen wir noch finden. Ist machbar. Ist machbar. Och, nee. Zeit hier nochmal. Hier. Das sind zu viele, um auf einmal zu killen. Und auch viele zu viel hintereinander. Ah, wir haben noch hinten eine Box. Kommt her! Ich mach's einfach. Und weg. Oh, wir können den nächsten Titel auswählen. Cool. Wie kriege ich die hier noch explodiert? Das würde mich echt brennend interessieren. Richtung ändern. Oh. Cool, das wusste ich gar nicht. Nett. Hätte ich Feuer mal machen sollen. Oh, hier geht's wieder ab. Hier geht's wieder ab. Ich hab kein Money, kein Feuerzeug, nichts. So. Was machen wir? Wenn ich da durchgehe, bin ich raus, ne? Kann ich da irgendwie dran vorbeigehen? Das ist nur Geld. Geld wollen wir nicht. Geh einmal nach links oder so. Nur einer nach, ne? Koffer fallen lassen. Oh ja. Notruf auslösen. Wie mache ich das denn?
Sie hat versucht, dass ich mein Ding auch ablichte, aber ich konnte entkommen. Aha. Das Ding hoch. Ja, muss noch einen Notruf geben. Ich überlege gerade nur, es müsste doch eigentlich jetzt Polizei kommen, oder nicht? Hm. Irgendwie kommt nichts. Kann ich auch schnell töten. Na, endlich. Wenn du gerade mal hier stehst, hau ich dich auch um. So, Errungenschaft erreicht. Das ist ein... Oh! SWAT-Team kommt. Aber wie gesagt, sind sie ja schon alle tot, ne? Haben sie ja schon alle gekillt. Aber nett, dass mal ein SWAT-Team vorbeischaut. Und quasi an der Leiche da unten vorbeigelaufen sind, ist. Wir brauchen Feuerzeug. Wenn wir ein Feuerzeug hätten, könnten wir die jetzt da locker, flockig, dufte, knufte, weghauen. Oh, du machst es mir ganz leicht. So. Und auf dem Klo ablegen, ablegen. Nee, ablegen. Genau, drei Biker-Leute brauchen wir noch und Notruf haben ausgelöst, das haben wir gemacht. Wie kriegen wir die LKWs noch kaputt? Das habe ich bisher nicht verstanden. Ah, warte mal. Wir können ja eh erstmal einen nehmen. So, langschlendern. Könnt's mal versuchen, oben war glaube ich fuselig. Ich glaube, ich habe den Fusel nicht mitgenommen. Ich hoffe es. Ja, da oben ist noch Fusel. Hier in dem Raum. Nehmen. Drei. Ausrüsten. Haben wir Molly gemacht. Und mit dem Molly versuchen wir jetzt das Feuer da zu legen. Dann hoffen wir mal, dass das, warte mal. Wir könnten auch quasi eine Kombination machen. Warte mal. Licht ausgießen. So, ja. Warte, wir können ja voll machen. Molly Time! Nö. Geht nicht in die Luft. Was für ein Scheiß. Hm. Hat geklingelt, aber wenn es die Frau war, gibt es den Schlüssel. Oh, das habe ich gekriegt. Ich wollte ablegen. Und zack. Von der Biker-Gang brauchen wir noch zwei Leute. Jetzt mobbt er den anderen um, na geil. Ist einer von der Biker-Gang, glaube ich. Oh, die hat Kaktus. Hm. Jetzt mal liegen. Schnell weg, schnell weg. Ich verstehe nicht, wie man das mit hier mit dem Scheiß macht. Da. Und das da weiß ich noch nicht. Bin noch nicht hintergekommen.
Benzin auffüllen. Und das Öl verbraucht sich da drin auch. Schon mal gut zu wissen. Dann nehmen wir mal die Bärenfalle mit. Was wir haben, das haben wir. Ach, da kommt halt nochmal dazu. Hier ist auch schon alles kaputt, ey. So, boxen wir um. Überall liegen Leichen, kein Sturz. Wenn die Putzfrau da nicht wäre, ne? Aber hier kann man mal eine Wurst machen. So, neue Wurst. Hipster-Wurst. So. Legen wir mal einen neuen Song auf. Okay, den hatten wir gerade. Ja, komm, geh mal weiter. Er will einfach nicht. Die Putze geht vielleicht? Oh ja, die Putze trinkt was. Gut. Aber wenn die schläft oder so, ist er tot. Komm, Putze, mach deinen Job. Schlaf. Das mit dem Alkoholvergiften hat dir irgendwie nichts gebracht. Okay. Dann haben wir ihn. Schnell über die Straße, nicht, dass wir überfahren werden. Wir brauchen noch einen Biker. Noch einen Biker. Da haben wir einen. So. Ah, oh, die Putze. Wie kriege ich diese scheiß LKWs kaputt? Jetzt würde ich nochmal die Banane. Ich komme mit auf dem Motorrad. Machen wir. Alles kein Problem. Ja, wir haben jetzt Bären fallen, aber. Kann ich hier so. Okay. Warte mal, kann ich ihn wieder auslösen? Die Bärenfalle. Bärenfalle aufstellen. Wieso hat man da das drei Bärenfallen als Symbol, wie ich die fallen lassen muss und dann erst aufstellen kann? Hä? Verstehe ich nicht. Gut, aber wir haben es geschafft. Wir fahren in den Sonnenuntergang. Aus dem Tal der Leichen. Achso, wir müssen woanders hinfahren. Oh, hier hin. Und hier hin. Weil die coolen Kids hier hinfahren. Ey! Oh, du Bastards! Was nun los? Was? Aber wir haben, es soll so sein, okay? Wir wurden entführt von den Bikern. Und, offen. Wir haben jetzt, was freigeschaltet, und zwar den Elektroschocker. Cool. Weil wir jetzt da irgendwas hier als genug Punkte haben, haben wir hier jetzt was freigeschaltet. Das ist nice. Dann sind wir hier mit den Töten auch kurz davor, was freizuschalten, und hier mit der anderen Geschichte auch. Nice. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen, genau wie mir. Auch wenn es ab und zu ein bisschen nervig ist, dass man häufig stirbt, aber egal. Das Spiel macht Spaß, also es macht Party, Laune, Musik ist gut. Mir macht's Fun und jedes Mal ja, neue Arten zu finden, wie man Leute töten können. Und wir haben diesmal so ein gesperrtes einen gesperrten Raum halt. Ja, sind wir reingekommen. War ganz lustig. Ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mich gerne abonnieren, liken, kommentieren. Könnt ihr natürlich auch. Würde mich sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Haut rein. Ciao.